Ja, liebe Fußballfreunde, heute Sonntag, 8. Mai, 30. Spieltag der Rheinland-Liga-Saison 21-22. Heute mit der Begegnung SG Mendig-Bell gegen die SG 99 Andernach. Das Halbzeitergebnis war 0-0 mit einem Endergebnis von 3-0. Die offizielle Zuschauerzahl waren 330. Wir möchten uns recht herzlich bei Schiedsrichter Maximilian Vohr mit seinen Assistenten Marvin Engelberts und Noah List für die gute Leistung bedanken. Auf der linken Seite begrüße ich ganz herzlich den Trainer der SG 99 Andernach, Kim Kossmann. Auf der rechten Seite, meiner rechten Seite, begrüße ich Kodai Stalf, den Trainer der SG Mendig-Bell. Wir haben die Torschützen gesehen in der 51. Minute, in der 60. Minute und in der 90. Minute. Dann hatten wir gelbe Karten auf Mendiger Seite in der 47. Minute, auf Andernacher Seite in der 29., 42., 73. und in der 82. Minute. Die Wechsel wurden vollzogen, einmal von der Mendiger Seite der 73, 79, 86 und in Andernacher Seite in der 53., 60. und 75. Minute. Ja, heute hier das erste Spiel im Mai-Prinzschopf-Stadion auf neuem Geläuf. Das war für die Mendiger natürlich der passende Einstand, gerade im Derby und dann natürlich hier auf dem neuen Platz als inoffizielle Eröffnung von unserem neuen Stadion. Kim, wie hast du das Spiel gesehen? Erstmal Glückwunsch an Kodai und an die Mendiger zum Derby-Sieg. Ich finde, es war ein ganz, ganz, ganz schwaches Fußballspiel von der Mendiger Mannschaft und von unserer Mannschaft, eine totale Katastrophe. Das haben wir uns natürlich etwas anders vorgestellt. Gerade im Hinspiel sind wir schon als Verlierer vom Platz gegangen. Und auch wenn die Saison so ein bisschen austrudelt jetzt, haben uns auf die Fahne geschrieben, heute auf jeden Fall wieder Gutmachung zu leisten. Aber mit der Leistung, die wir heute an den Tag gebracht haben, hatten wir es auch zu keiner Sekunde verdient, heute zu gewinnen. Ja. Ja, danke Kim für die ehrlichen Worte, wie du das Spiel gesehen hast. Ich darf direkt auf meine rechte Seite schauen. Kodai, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind natürlich happy, dass wir hier auf dem neuen Platz direkt das Derby gewinnen konnten. Das zählt. Ja, war natürlich so, dass wir viele Chancen auch liegen gelassen haben. Und wer die Champions League-Spiele geguckt hat, man kann immer zurückkommen im Fußball, wurde auch ein, zweimal noch gefährlich. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir heute mal die Null geschafft haben zu halten und ich denke, der Sieg geht vollkommen in Ordnung für uns, aufgrund dessen, dass wir immer weiter nach vorne gespielt haben und auch versucht haben, das erste Tor zu erzielen, was uns dann glücklicherweise gelungen ist am Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, war nicht so einfach, glaube ich, wegen dem Wetter, wegen der Hitze, aber Kompliment an die Jungs, dass sie es durchgezogen haben heute und genau, danke. Ja, Kodai, ich frage nochmal an dich direkt jetzt, weil wenn ich hier durchs Rund gegangen bin, die Leute haben das Spiel jetzt nicht so als total schlecht jetzt angesehen, wie Kim es jetzt dann hier gerade berichtet hat. Wie hast du das Spiel gesehen? Fandst du auch, dass es ein schlechtes Rheinland-Liga Spiel war? Also es ist, glaube ich, immer eine Definitionssache. Ich glaube, der Kim meint so ein bisschen das Feuer in den Zweikämpfen vielleicht, was so in Derby normalerweise öfter zu sehen ist. Das eventuell auch dem Wetter geschuldet, da geht sicherlich noch mehr. Und das war, glaube ich, schon, wenn man so vergleicht, Hinspiel, wo es eng war, 3-2, da war schon, was das angeht, ein bisschen mehr Feuer drin. Aber ja, schlecht von uns würde ich jetzt nicht behaupten. Klar, Andernacher sind wir zweikampftechnisch mehr gewohnt von denen, aber ganz schlecht würde ich es jetzt nicht nennen. Ja, danke. Ich darf die Pressevertreter noch fragen. Stefan Pauli, Jan Müller, die heute hier sind. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Von meiner Seite dann nochmal, Kim. Ich frage es nochmal trotzdem. Wieso hast du das Spiel so schlecht gesehen? Weil ich fand läuferisch, fand ich von beiden Teams war es gar nicht so schlecht. Es ging hin und her. Und ist das nur ein Stück weit Enttäuschung jetzt hier oder? Enttäuschung ist auf jeden Fall da, natürlich, wenn du ein Derby 3-0 verlierst, ist klar, dass man enttäuscht ist. Ich fand, in der ersten Halbzeit waren im Zentrum
Da waren Räume von 40, 50 Meter und das hat sich angefühlt wie, es war kein Derby. Ja? Hier waren keine Stimmung drin, hier war kein Feuer drin, kaum Zweikämpfe, wie es für Derby gehört. Also ja, natürlich bin ich enttäuscht, klar, aber es war kein gutes Spiel. Prima, ja. Ich darf noch weiterhin hier noch fragen. Gibt es von den Zuschauern noch irgendwelche Fragen an die Trainer? Das sehe ich auch nein. Ja, dann darf ich mich ganz recht herzlich bedanken. Kim, wir sehen uns im nächsten Jahr, denke ich, auf jeden Fall wieder. Und dann wollen wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr Feuer in die Derbys reinbekommen, weil vielleicht ist es ja hier, wir weiß es ja noch nicht, vielleicht ist es dann doch hier das nächste Derby für uns, wenn Main es doch nicht schaffen sollte, was wir jetzt nicht hoffen wollen, aber es könnte ja sein. Aber wir kommen gerne wieder nach Andernach und ihr, glaube ich, kommt doch gerne hier zu uns nach Mendig. Ja, ganz kurz noch in eigener Sache. Nächsten Sonntag steht hier das nächste Spiel wieder an. Da spielt die SG Mendig Bell gegen den SG Malberg. 15.05. 14.30 Uhr und dann am 22.05. haben wir das Auswärtsspiel in Metternich um 15.30 Uhr. Ich darf Ihnen noch einen recht schönen und sonnigen Sonntag wünschen und hoffentlich sehen wir uns dann alle gemeinsam nächste Woche hier wieder. Dankeschön.